Jo. 61 Fragen an David Schalt. Wer zur Hölle bist denn du? Kennst du mich nicht, oder was? David Schalt, Kabarettist, Schauspieler, DJ. Hallo David, ist das dein Hotelzimmer? Heute ja. Heute ja. Hey, sag uns einmal, was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn ich Folgendes sage? Influencer Dave. Viel Arbeit. Was ist dein Signature-Rezept in der Küche? Nudeln mit nix. Lieber Sänger oder Kabarettist? Kabarettist. Hättest du lieber einen Riesenzahn oder Millionen kleine Zähne? Weiß ich nicht. Millionen Zähne putzen will ich nicht, glaube ich. Wäre anstrengend, ja. Ja. Aber ein großes stört beim Reden. Keine Ahnung. Stimmt. I don't know. Stimmt. Welche Superpower würdest du annehmen wollen, die du für deine Arbeit brauchen könntest? Super funky scratching, glaube ich. Bist du lieber lustig oder sarkastisch? Lustig auf jeden Fall. Definitiv lustig. Lieber lustig, ja. Planen oder improvisieren? Improvisieren. Würdest du lieber fliegen oder unter Wasser atmen können? Unter Wasser atmen will ich nicht. Ich will fliegen. Wie spontan bist du? Urspontan? Super. Können wir deine Augen verbinden und du malst uns ein Selbstporträt? Ja. Nice. Bist du multitaskingfähig? Ja. Dann frage ich dich weiter. Was würdest du, also lieber Insta oder lieber TikTok? Ich habe kein TikTok. Okay, also Insta. Ja. Was ist das Lustigste, was du bis jetzt auf Insta gesehen hast? Ein Typ, der heißt The Kiffness, hat aber nichts mit Kiffen zu tun, sondern das ist ein Musiker, der Katzengeräusche und Videos samplet und Tracks, ein ganzes Album daraus gemacht hat. Ja, ist lustig. Ist lustig? Ja. Deine Kabarett-Premiere, erzähl uns, war sie holprig oder war sie das Beste, das du je rausgebracht hast? Ja, das Fernsehen sagt, sie war holprig. Und was sagst du? Ja, ich muss auch üben, bis sie üben. Was wolltest du als Kind immer werden? Ja, Polizei, Feuerwehrmann, Rettung. Würdest du eher in die Vergangenheit reisen oder in die Zukunft? Die Vergangenheit, weil in der Zukunft hätte ich Angst, wenn ich das sehe, dann würde ich mir das Leben nehmen, glaube ich. Wow, lieb. Ja. Apropos Angst, würdest du lieber gegen 100 Enten große Pferde kämpfen oder eine pferdegroße Ente? Gar nicht, weil ich bin Pazifist. Nie wieder Comedy machen oder nie wieder Musik machen? Naja, ich sag mal so, dann mache ich nicht Comedy, dann mache ich nur lustige Musik. Okay. Können wir uns das Selbstporträt anschauen? Ja. Ah ja, nice. Es ist verkehrt herum. Immer noch. Also. Immer noch. Also. Jetzt hast du das. Kannst du es da anschauen, wenn du magst. Ja, schaut definitiv aus wie du. Zlegt, ein bisschen zlegt. Oh, das ist Kunst, finde ich. Bist du. Muss ich noch signieren. Danke dir. Ja. Kaffee oder Tee? Kaffee. Gönn dir. Am liebsten kalten. Am liebsten kalten, weil kalter Kaffee macht schön, habe ich gehört. Ja, aber dann verrinnt die Schminke nicht. Stimmt. Wenn du ein Buch schreiben würdest, welchen Titel hätte es? Wieso? Wieso? Was ist dein österreichisches Hasswort? Volkspartei. Was ist dein österreichisches Lieblingswort? Weiwand. Würdest du dich klonen, wenn du könntest? Nein. Welches übernatürliche Wesen wärst du? Ich wäre ein Gnom. Welcher Song von früher soll wieder in die Charts kommen? Ich habe nie Chartmusik gehört eigentlich. Weiß ich nicht, kann ich sagen. Wenn du die Möglichkeit hättest, eine Rede vor der Nation zu halten, was wäre dein Thema? Na, Fenster wieder zu bitte, sonst erschimpft der Kameramann. Ich wollte eine Rede an die Nation halten. Ja, muss mir erzählen. Mein Thema wäre, glaubt es nicht das, was bei der Partei von draufsteht? Und One Love und ja, seid live und zueinander. Was ist dein Lieblings-Hashtag? Ich weiß nicht, die schauen alle gleich aus. Wenn alles, was illegal ist, für 24 Stunden erlaubt wäre, was würdest du machen? Menschen einwandern lassen. Würdest du dich eher einen Tag in ein Schwein verwandeln oder ein Jahr bei deinen Eltern wohnen und sie bestimmen über dich? Meine Eltern bestimmen über mich. Meine Eltern sind Pädagogen, die bestimmen nicht über mich, also würde ich das machen. Okay, also kein Schwein? Nein. Weil was? Das wäre so Chihiros Reisen-mäßig, das ist eigentlich auch geil, aber nein. Okay. Was magst du am liebsten an Österreich? Das ist ein kleines Land, das dementsprechend wenige Volltropfen hat, aber eigentlich schon viele verhältnismäßig, aber im Großen und Ganzen sind es dann weniger als in den USA zum Beispiel. Woher kommen deine Ideen?
aus meinem Kopf. Würdest du lieber jeden Tag Pizza essen oder nie wieder? Bevor ich sie jeden Tag essen muss, würde ich sie lieber nicht mehr essen, nie wieder. Ja, nie wieder Pizza. Ja. Auch wenn sie uns alle retten könnte. Mit welcher berühmten Persönlichkeit, tot oder lebendig, würdest du gerne am Riesenkarussell im Prater fahren? Mit Helmut Qualtinger am liebsten. Ja? Was wird das österreichische Jugendwort 2021? Ja, kommt drauf an, wie viele Fans Dave noch hat, aber dann wird es schisch werden, denke ich. Wärst du lieber ein König in einem armen Königreich oder ein Diener an einem reichen Hof? In einem armen Königreich ein König. Okay. Wenn du nur mehr ein Fortbewegungsmittel hättest, welches würdest du lieber nehmen? Ein klappriges altes Citybike oder einen E-Scooter? Ich würde das klapprige Citybike herrichten. Okay. Was finden viele peinlich, du aber nicht? Ich finde nichts peinlich. Was findet niemand peinlich, du aber schon? Nix. Nix. Was gehört sofort verboten? Fake News, genau. Boah, das finde ich auch. Was Verbotenes sollte erlaubt sein? Okay, jetzt ist der Gang aus, jetzt müssen wir umdrehen. Kannst du rückwärts gehen? Gut, das ist mein special Skill. Sehr gut. Was sollte legal sein? Keine Ahnung. Was Verbotenes sollte erlaubt sein? No borders, no nation, Migration auf der ganzen Welt. Das klingt gut. Was würdest du niemals vor laufender Kamera machen? Wack sein. Machst du es für uns? Nein. Hat Comedy eine Grenze und wenn ja, wo liegt sie bei dir? Ja, nicht wirklich, aber Rassismus, Sexismus, das muss nicht sein. Okay. Wenn du eine Nacht in einem Turm des Stephansdom eingesperrt wärst, was würdest du machen? Ich würde, glaube ich, die Boomerin samplen und einen Track draus bauen. Oder, nein, viel besser. Ja, ich würde Muizin-Gesänge runterschreiben. Das würde ich. Okay, das klingt gut. Wer ist dein Lieblings-C-Promi aus Österreich? Richard Lugner. Warum? Weil er absolut freaky ist und man nie weiß, ob er das jetzt ernst meint oder nicht. Aber ich glaube leider, er meint es ernst, aber I don't know. Aber ja, der ist undurchschaubar für mich. Schnitzel mit Ketchup oder Schnitzel mit Preiselbeermarmelade? Mit Knäuel. Nein, mit Preiselbeermarmelade. Wie viele Hände braucht der Mensch wirklich? Wahrscheinlich zwei, sonst hätte er mehr. Aber manchmal hätte ich gern vier. Vier, verstehe. Wenn du eine Fastfood-Kette wärst, welche wärst du? Eine, die es noch nicht gibt, glaube ich. Sag uns deinen besten Witz. Wirklich? Nein. Alle guten Witze sind tief und unter der Gürtellinie. Also Witze. Nicht Gags, aber Witze sind meistens schlecht und wenn sie gut sind, dann dürfen sie Kinder nicht hören. Dann lieber nicht. Dann sag uns lieber, wenn du eine Hip-Hop-Legende wärst, was wäre dein Street-Name? Little Big Young D. Little Big Young D, soll ich dir aber zu nennen, oder? Nur mehr, bitte, alle Menschen. Okay, also Little Young Big D, wenn du deine Träume screenshotten könntest, würdest du? Na. Was machst du mit 10 Millionen Euro? Versteuern. Was wäre, wenn die Welt eine Scheibe wäre? Sie ist es. Was ist die dümmste Frage, die dir bis jetzt in einem Interview gestellt wurde? 90% von deinem Katalog. Danke. Und mit welcher Lebensweisheit würdest du das Interview gerne beenden? Each one teach one. Gute Nacht. Danke, David. Baba. Tschüss.